So, wir sind hier gerade an der Boldur. Die Vergaser, habe ich die Düse aufgerieben auf 115. Die sind jetzt gerade drin. Sollen wir mal gucken, ob wir das Ding zum Laufen bringen. So, unsere Boldur 900 ist das erste Mal hier angeklemmt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es auch startet. Luftfilter haben wir noch keine drauf. Da können wir erst mal ein bisschen einspritzen. Mal gespannt. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Ding überhaupt einen Putz von sich lässt. Das waren die ersten Klänge. Leichter Ausflug. Oh, ganz schön neblig jetzt hier drin. Aber das war erst, eben habt ihr das live mitgekriegt, die ersten Klänge. Jetzt können wir uns anstrengen, dass das Ding anständig läuft. Und in Zukunft, ne, wenn du den Auspuff dran machst. Festschrauben. Festschrauben fest, du hast ja gesehen, bei dem Druck. Okay. Nichts passiert. Geil. Jetzt können wir lustig weiterarbeiten. Zwei Tage sind wir jetzt fast dran. Kurz vor Nervenzusammenbruch. Jetzt gucken Sie mal die Kerze an. Taub. Na gut, die ist ja neu, die ist noch in meinem Keller, aber vielleicht muss ich mal die Brille aufsetzen. Aber das Motorrad läuft jetzt wie ein Kätzchen. Lassen wir draußen die Kerze, gucken wir sie nochmal genau an. Hier waren wir spezial. Erstens mal Vergaser. Den hatte ich nochmal ausgebaut, der war eigentlich sauber, ins Ultraschallbad gelegt und was weiß ich, wieder neu zusammengebaut, ich hatte auch keinen Fehler entdeckt. Das war Vergaser, der Auspuff, der war so gedämmt, dass die Dämmwolle vorgehängt hat, das war total leise, das heißt, der hat auch keine Luft gekriegt. Hier waren immer mehrere Aktionen. Dann bei unseren Testversuchen hatte man halt, weil der Vergaser ja sauber war, da haben wir die ganze Zündeinheit gewechselt, die Zündspule, alles. Es war nie richtig. Kerzenstecker. Ach, alles. Ich will gar nicht alles aufzählen. Auf jeden Fall, jetzt geht sie wie eins. Das Motörchen hängt richtig schön am Gas, dreht von unten bis oben ohne Loch. Wir lassen das jetzt so. Tschüss. So, heute Morgen ist noch neblig. Und wir sind schon mit der Honda unterwegs. Die erste Fahrt, die sie machen dürfen, seit Jahren. Ja, sie steht schon seit dem Jahr 2000. Der Motor wurde mal überholt, aber ist nie gefahren worden. Jetzt ist sie fertig. Also, mal anfangen. Es ist eigentlich eine KZ. Man sieht es am Tank, im Rahmen. Und bei dem Motorrad ist sie mal in 900er Boldur Motor reingekommen. Die Sebring 4 in 1. Hinten die Schwinge vom Krüger. Mal sehen, ob ich so drauf kriege. Ja, ist cool. Und na gut, wir haben die jetzt in der Firma hier bei uns ein bisschen umgebaut. Die Räder waren übrigens auch schon drin. Die sind von der 1100er Boldur, genau wie die Gabel und die Bremsen. Sieht ganz cool aus. Na gut, fange ich jetzt einfach mal an. Vorne kleine Alu-Kotflügel montiert. Die Stahlbremsleitungen waren auch schon drin. Hier haben wir so ganz kleine Mini-Bildinger dran. Okay. Ja, der Lenker soll halt dranbleiben.
die Tafeln kann man noch lackieren oder was weiß ich. Die Sitzbank, die ist jetzt neu gestylt. Ja, gucken wir mal. Sieht doch alles gut aus. Da haben wir auch so kleine Mini-Blinker dran. Das kleine Rücklicht montiert. Das war's im Prinzip. Wir müssen nochmal von der Seite auf. Ja, so 900 Volt Ohr läuft schon ganz gut. Die zieht ganz gut an. Okay. Dreh ich noch ein paar Runden durch den Nebel, bevor es in die Firma geht zum Arbeiten.